Und jetzt kommt die Einleitung. Ich hol's mal hoch. Es ist ziemlich schwer. Oh. Oh. Denn ich hab's mal zur Probe mal vollgepackt. Ja, wie gesagt, die Firma Wellmax hat mich angeschrieben und hat gefragt, sag mal, wie sieht's denn da bei euch aus als Airsofter? Habt ihr auch Interesse, mal ein Rangebag oder mal Rucksäcke, Taschen, Etuis, Pflegesachen mal von uns zu testen? Und da habe ich gefragt, wie Airsoft-Bereich, macht ihr sowas auch? Na, meinten sie, nee, na, mehr, sie kommen ja eigentlich aus dem Sportschützenbereich und bieten in ihrem Shop halt individuelle, optimale Produkte für den Schießsport an. Aber sie können sich halt auch vorstellen, dass das Ganze auch für den Airsoft-Bereich gut funktionieren kann. Ja, und dann habe ich den Link gekriegt auf deren Seite. Ich blende den da oben auch mal ein. Ja, und habe mich da mal so ein bisschen durchgehangelt und habe festgestellt, meine Herren, ist ja absolut interessant, zumal ihr wisst ja, ich habe es ja gerade nochmal gesagt, ich bin Sportschütze und habe da Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, warum kannte ich das vorher noch nicht? Wäre absolut was für mich gewesen. Natürlich Airsoft auch optimal, das muss ich haben. Ja, wir haben mal kurz dann miteinander telefoniert, das alles soweit klar gemacht, dass ich gerne mal ein Produkt haben möchte, mal zum Testen. Und ich das mal euch zeige. Ist auch ganz, ganz wichtig jetzt an euch da draußen, wenn ihr das Video gesehen habt, haut da mal unten in die Kommentare rein, was ihr erstmal jetzt von diesem Rucksack haltet, den ich euch jetzt hier vorstelle, was ihr euch denken könnt, was man da vielleicht noch besser machen könnte oder was man anders machen könnte. Denn Wellmax ist wirklich eine richtig spezielle Firma. Das habe ich in dem Gespräch rausgefunden. Die sind nicht starrköpfig, sondern die sind auch dabei, ihr Sortiment aufzubauen. Nicht nur mit Produkten, die bereits bestehen, sondern sie wollen auch individuelle Sachen in Zukunft aufbauen, die maßgeschneidert sind, nicht nur für Sportschützen, sondern auch für den Airsoft-Bereich. Jetzt der Fokus liegt jetzt nicht nur auf Airsoft-Bereich, sondern ich denke mal ein bisschen mehr auf den Sportschützen-Bereich, weil da gibt es ein bisschen mehr Kundschaft als im Airsoft-Bereich. Aber sie wollen so einen schönen Mittelweg finden, dass ja beide Seiten glücklich sind. Und hier sind beide Seiten sozusagen vor der Kamera und ich zeige euch jetzt mal hier diesen Rucksack. Heute zeige ich euch hier dieses gute Stück hier, den GPS T1612 Rucksack made in USA. Das Ganze sehr, sehr hochwertig verarbeitet, sehr stabil. Denn ja, wenn man, ich kann ihn kaum hochheben, wenn man nämlich eine Menge zu transportieren hat, muss so ein Rucksack auch halten. Diesen Rucksack gibt es für 169,90 Euro. Ich weiß, ihr sagt es, boah, richtig teuer der Preis. Schiebt den erstmal zur Seite, weil wir sind ja noch nicht am Schluss. Noch wisst ihr nicht, warum der so teuer ist. Ja, 169,90 Euro und den gibt es in verschiedenen Farben und Tarnmuster. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier Digital Camouflage. Das muss aber nicht so aufdringlich sein und auffällig. Gerade im Sportschützenbereich sind ja Tarnfarben nicht so gewünscht, sondern mehr so, ja, unauffällige Geschichten. Das alles gibt es hier auch für den T1612. Ich habe hier mal die Webseite von Wellmax. Gucken wir uns das mal an. Ja, hier gibt es halt diesen Rucksack zum Beispiel im klassischen Schwarz. Das ist wirklich super optimal. Dann gibt es das hier in Camo. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch das ein bisschen näher ansehen. So sieht er in Camo aus. In Tan. Hier ist er meiner, hier der Digital Camouflage, den ich hier gerade auf dem Tisch habe. Und dann haben wir den nochmal, ja, ich sag mal, Jägergrün. So, und dann haben wir das Ganze auch nochmal für 4 Kurzwaffen. Dann als Trolley. Und dann hier nochmal die ganz große Variante mit Schaumstoffeinlagerung für die Kurzwaffen. Ja, und dann gibt es hier noch die Seite 2, aber ich denke mal, das guckt ihr euch mal am besten selber an. So, wir schauen uns jetzt mal hier den T1612 an.
Der T612 ist kein gewöhnlicher Rucksack. Okay, das sieht man jetzt allein schon bei dem Modell hier an diesem Tarnmuster, sondern der schimpft sich hier Tactical Backpack, also taktischer Rucksack. Ja, und das wird unterstützt hier durch dieses Molle-System. Das finden wir hier vorne und an den Seiten jeweils. Heißt also, wenn euch der Platz hier nicht reicht, im Inneren des Rucksacks könnt ihr euch hier modular an den Seiten noch was anbauen, wie Extratasche oder Magazintaschen, was ihr möchtet. Das Tolle an der ganzen Geschichte auch, der Rucksack ist richtig, richtig wertig aufgebaut. Das Material richtig steif und fest, auch der Reißverschluss richtig toll, sodass ihr hier keine Angst haben müsst, dass euch der Rucksack hier beim Transport auseinanderfällt, denn gerade im Sportschützenbereich, kommt hier eine ganze Menge rein. Wenn ihr Kurzwaffen und Munition bis oben hin vollpackt, dann habt ihr hier schon ein paar Kilo an Material zum Schleppen. Ich habe den jetzt hier mal vollgestopft, ja, mit so einer Mischung Airsoft-Sportschützenbereich. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir das Ganze auspacken. Hier vorne haben wir einen Klettbereich, da könnt ihr euch euren Patch zum Beispiel drauf machen. Wenn ich denn mal einen habe, kommt dann auf jeden Fall meiner da drauf. Dann haben wir hier nochmal einen Gurtsystem, hier nochmal die Möglichkeit zum Beispiel einen Karabinerhaken was ranzuhängen, Taschenlampe oder was ich was. Das ganze System könnt ihr hier auch nehmen, um was dazwischen zu klemmen für den Transport. Jetzt hier für den Airsoft-Bereich kommt es jetzt, ja, nicht für den Sportschützenbereich. Hier könnt ihr zum Beispiel auf dem Weg zum Feld, wenn ihr schon auf dem Gelände seid, wo ihr eure Airsoft-Waffen offen tragen könnt, ja, nur dann könnt ihr hier zum Beispiel auch eine kleine, ich habe hier zum Beispiel die Firehawk hier zum Beispiel anbringen. Zeige ich mal. Einfach aufmachen. Durch die Trigger Guard schicken. Dran machen. Ein bisschen festziehen das Ganze. Und dann habt ihr hier eure Firehawk sicher verstaut. Das wäre zum Beispiel schon mal eine Idee. Der T1612 verfügt hier über einen richtig breiten und sehr stabilen Tragegriff, sodass ihr hier euren Rucksack, wenn er mal richtig voll beladen ist, ohne Probleme hochheben könnt und auch längere Strecken so tragen könnt, ohne dass ihr euch das Fleisch hier einschneidet. Und man sieht ja wieder, an jeder möglichen Stelle habt ihr hier die Möglichkeit, per Karabiner euch noch zusätzliche Tools anzubringen. Drehen wir den Rucksack mal um. So, und schauen uns mal das Tragesystem an. Die Tragegurte sind richtig schön breit, sodass da auch nichts einschnüren kann. Sind auch nochmal extra gepolstert und atmungsaktiv, sodass ihr da drunter nicht schwitzt. Lässt sich auch alles natürlich in der Länge einstellen, so wie ihr möchtet. Und auch hier finden wir wieder die Möglichkeit, per Karabiner etwas anzubringen. Weitere Fixierungspunkte sind zum einen der Brustgurt, der sich im Umfang verstellen lassen kann, ebenso wie in der Höhe ein wenig. Und weiterhin haben wir hier zur Unterstützung der Last hier nochmal einen Beckengurt, der sich natürlich auch im Umfang einstellen lassen kann. Wenn man den Rucksack zum ersten Mal auspackt, fallen hier ein sofort diese Symbole hier auf. Denn das hat eine Bewandtnis, das soll nicht nur zeigen, was man alles hier in den Rucksack verstauen kann, sondern dass man das Ganze auch sehr sortiert machen kann. Denn diese Symbole für Gehörschutz, Brille, Tape, Zielscheibe und so weiter findet man auf dem Rucksack wieder, sodass man sofort weiß, wo man etwas unterzubringen hat. Und wenn man sich auch daran hält, findet man eigentlich in Sekundenschnelle das, was man auch sucht. Nimm uns doch gleich das erste Symbol mal vor, was wir hier auf dem Rucksack finden. Regenschirmsymbol. Das heißt, wir haben hier einen Regenschutz und ich zeige euch mal, wie ihr euren T1612 regensicher machen könnt. Dreh mal um. So, und jetzt öffnen wir einfach hier den Reißverschluss und ziehen das Regencape raus. So, auseinanderfalten, umdrehen und dann stülpen wir das Ganze einfach hier rüber. Da. So, und schon haben wir hier den Rucksack regenfest gemacht. Schauen wir uns das nächste Symbol und die Funktion dazu an. An der Seite vom T1612 haben wir hier dieses Gummiband mit Zielscheiben-Symbol. Das heißt, hier könnt ihr eure Pappzielscheiben anbringen und damit zum
Schießstand gehen. Ich habe hier mal so eine gebrauchte Scheibe einrollen. So. Also ein bisschen gerissen. So, zeig's mal. Und dann könnt ihr das hier anbringen. Andere Seite auch. Und ihr seht schon anhand, da das hier Pappe ist, Pappscheiben machen sich nicht so gut an dem Rucksack. Schauen wir uns die rechte Seite vom Rucksack an. Da haben wir einmal zwei Symbole. Einmal hier das Tacker-Symbol. Da könnt ihr, ja, wenn ihr euch daran hält, euren Tacker mit reinpacken, um die Zielscheiben zu befestigen. Dann haben wir hier nochmal das Symbol für Tape. Das heißt, hier könnt ihr eure Lochpflaster reinpacken, um eure Zielscheiben wieder zuzukleben. Ich habe jetzt hier zusätzlich nochmal einen Speedloader groß drin und nochmal einen kleinen Speedloader. Dann gucken wir uns die Vorderseite an. Nehme ich erstmal hier das Teil hier weg. Da haben wir hier das Fach für Werkzeug und Zubehör. Das mache ich mal auf. Hier habe ich für mich persönlich reingepackt eine Taschenlampe, Putztuch und Unterlage, Hexkeys, eine kleine Kneifzange. Hier habe ich mein Universalmesser drin, wenn man das mal braucht. Kleine Schraubenzieher, Silikonspray und hier in dem kleinen Fach habe ich noch mal Pinzette drin, Teflonband zum Abdichten, hier auch noch mal ein bisschen Öl für Waffenpflege. Und das Schöne, das gehört zum Rucksack mit dazu, so ein kleiner Behälter, wo ihr, wenn ihr am Schrauben seid, euch eure Schrauben unterbringen könnt und eure Dichtringe, damit ihr alles sortiert habt oder beziehungsweise wenn ihr Ersatzteile habt, dass ihr das hier mit reinpacken könnt. Das ist eine sehr schöne Idee. Wie gesagt, gehört zum Lieferumfang mit dazu. Ja, und dann ist dieses Fach hier schon mal voll. Hier oben haben wir dann ein weiteres Staufach. Kann man erstmal so nicht sehen anhand eines Symbols, was hier reinpasst. Wenn wir das aber aufmachen, sehen wir hier ein Symbol. Hier soll normalerweise eine Schutzbille rein, habe ich hier zwar passt, aber nicht gut rein, deswegen habe ich sie hier bei mir zur Seite gepackt. Ich habe hier, da wo die Schutzbrillen rein müssen, einfach mal ein paar Ersatzakkus fürs Spiel. Und hier habe ich nichts drin, hier sollen eigentlich normalerweise Ohrstöpsel rein. Dann haben wir hier nochmal ein kleines Seitenfach. Das ist zum Beispiel ja für euren Wettkampfpass oder fürs Schießbuch oder für die WBK. Die könnt ihr hier unterbringen. Hier haben wir auch noch mal so einen kleinen Karabiner, wo ihr euch euren Schlüssel unterbringen könnt. Dieses Staufach ist für Munition gedacht. Ich habe jetzt hier einmal Airsoft-Munition reingepackt. Ein Packen Bibis, einmal als Tüte passt hier locker rein oder als Flasche. Wie gesagt, das Staufach ist riesengroß, sodass ihr auch natürlich auch normale Munition hier reinpacken könnt. Richtig viel. Jetzt habe ich hier nochmal 45 Auto, 22, und hier wieder nochmal 9 mm, passt alles super rein. Ja, und wie gesagt, beim Real Steel Part wird der Rucksack denn ordentlich schwer. Gleiches haben wir hier auch nochmal auf der Seite. Das ist auch nochmal für Munition gedacht. Ich habe hier reingepackt ein Chrono. Eine Flasche Green Gas, zweite Flasche Green Gas und auch hier, wenn man hier reinguckt, haben wir richtig viel Staufläche zum Reinpacken. Hier könnt ihr euch alternativ natürlich auch Kopfhörer reinpacken oder Magazine. Hier passt wirklich eine richtig ganze Menge an Stuff rein. So wie ihr es mögt, könnt ihr den Rucksack befüllen. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig und eigentlich die wichtigste Frage, wo bringt man denn hier nun beim T1612 die Kurzwaffen unter? Wer am Anfang aufgepasst hat, der weiß es ja jetzt schon, aber für alle, die da gerade mal ein Nickerchen gemacht haben, für die kommt jetzt genau der Part. Denn die Kurzwaffen kommen hier in dieses Seitenfach.
Wir haben ja gesehen, wir haben ja, ja nur diesen oberen Bereich komplett gefüllt bzw. entleert, hatten diese beiden Seitentaschen hier, diese Seitentasche, und wir haben jetzt diesen ganzen Bereich jetzt hier für die Kurzwaffen. Die Kurzwaffen sind jetzt hier auch mit einem Reißverschluss verschlossen. Das Besondere bei diesem Reißverschlusssystem ist, dass wir hier ein Loch haben, sodass wir hier ein Vorhängeschloss anbringen können, sodass wir die Waffen waffenrechtlich transportieren können, ohne Ärger zu haben, also perfekt durchdacht. Machen wir mal den Reißverschluss auf und dann gucken wir uns mal an, wie dieses durchdachte System weitergeht. Denn wir haben hier im Inneren, wie ihr sehen könnt, drei Schubladen. Jedes Schublade ist ein Futteral, was wir hier ganz einfach rausziehen können. So sieht das aus. Mit Reißverschluss mache ich mal auf und dann gucken wir uns das mal aus, wie das innen aussieht. Hier habe ich zum Beispiel eine Standard 1911er drin. Wird im Airsoft-Bereich verwendet gerne und natürlich auch im Sportschützenbereich. Passt hier also locker rein. Hier im Klettverschluss, wenn wir das aufklappen, haben wir hier nochmal die Möglichkeit, Magazine unterzubringen. 4 Stück. Bei Single Stack können es sogar glatt ein paar mehr sein. Wie ihr sehen könnt, wenn ich hier einen Single Stack reinstecke, passt hier ganz locker noch ein zweites rein. Dann haben wir auf der anderen Seite nochmal so einen Einschub gepolstert. Hier könnt ihr eure Kurzwaffe auch reinpacken, wenn sie passt. Dann, wenn ihr geschickt seid, könnt ihr sogar in einem Futteral 2 Kurzwaffen unterbringen. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Hier habe ich eine Glock 17, eine Glock 19 und hier sogar die ganzen Magazine mit dabei. Passt alles ganz locker rein, ohne Probleme. Also hier hat das Rucksacksystem ganze Arbeit geleistet. Läuft richtig gut. Ja, schauen wir uns noch das letzte Futteral an, was der Bruce da drin hat. Da habe ich meine FNX 45 und weil das nicht reicht, habe ich im gefütterten Futteral noch meine kleine Glock 42 drin. Also wie ihr sehen könnt, passt hier ohne Ende rein. Alles in diesen Rucksack richtig schön. Ja, wie sieht es jetzt mit größeren Kalibern aus, beziehungsweise mit größeren Waffen? Wie zum Beispiel auch ein Klassiker, der bei Sportschützen gerne verwendet wird. So ein 6 Zoll Revolver. Da habt ihr hier Probleme. Der passt jetzt hier in dieses Futteral nicht rein, wie ihr sehen könnt. Alles ziemlich eng. Ist aber auch kein Problem. Ihr nehmt einfach euer Standardfutteral, was ihr dafür habt. Und dann könnt ihr den Revolver auch so in dieses Futteral hier einbringen, zumachen, müsst ihr natürlich ein bisschen abpolstern und dann gehen auch die größeren Sachen rein. Laut Valmax ist man auch schon in Arbeit, so einen Rucksack zu fertigen, wo auch größere Pistolen bzw. Revolver reinpassen. Aber so muss ich sagen, kann ich jetzt auch damit leben, größere Revolver so reinzupacken. Der Rucksack ist leer, der Tisch ist voll. Ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen bei diesem ganzen Zeug, was hier vorne auf dem Tisch liegt. Ich habe alles nochmal raufgelegt auf den Tisch, damit ihr sehen könnt, was hier alles in dem T1612 gesteckt hat. Unvorstellbar. Und das Ganze ist einfach nicht nur so reingeschüttet oben in den Rucksack, sondern der T1612 von GPS hat wirklich richtig System. Alles gut logistisch durchdacht, könnt ihr hier eure Sachen gut unterbringen, sodass ihr ohne Kram, ohne Wühlen genau das rausholen könnt in kürzester Zeit, was ihr auch wirklich braucht. Und dank diesem Symbolsystem wisst ihr auch ganz genau, wo was reinkommt. Ihr müsst euch natürlich nicht daran halten, gerade im Airsoft-Bereich entsprechen vielleicht ein paar Symbole nicht so dem, was ihr da auch reinstecken müsst, zum Beispiel so ein Tacker. Braucht man, also ich meine jetzt nicht den Elektro-Tacker, sondern den Tacker hier zum Befestigen der Zielscheiben. Das braucht ihr natürlich auf dem Airsoft-Spiel nicht. Ihr könnt euch das wirklich so individuell dann zusammenstellen, wie ihr es möchtet. Schön ist die ganze Sache mit dem Kurzwaffentaschenbereich, mit den Etuis. Da könnt ihr eure Kurzwaffen einbringen. Könnt es auch dank Vorrichtung mit dem Vorhängeschloss auch genau so abschließen, dass es da keine Probleme mit dem Waffengesetz gibt. Also absolut perfekt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich richtig happy, dass ich diesen Rucksack haben durfte. Ich wusste gar nicht, dass es so was Tolles gibt. Und es ist, denke ich mal, auch in Deutschland eine Neuheit. Denn die Rucksäcke werden normalerweise in den USA verkauft und Valmax importiert die,
für uns Sportschützen, Airsoft-Spieler jetzt nach Deutschland. Ja, und ich habe so ein Ding hier auf dem Tisch und im Endeffekt sind 170 Euro, wenn wir mal ehrlich sind, gar nicht mal so teuer. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr diesen Rucksack auch regelmäßig und oft verwendet. Dann ist das wirklich eine richtig geniale Anschaffung, mit der ihr lange, lange Freude habt. Denn auch die Verarbeitung ist wirklich so stabil. Und ich denke mal, das Ding, damit könnt ihr einiges schleppen, ohne dass da was passiert. Richtig genial. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche Farben. Also da ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Also wer nicht unbedingt hier Tarnmuster haben will, kann schwarz, Tarn, grün, alles sich besorgen. Es gibt auch größere Rucksäcke, Trolleys. Schaut einfach nur mal auf die Webseite von Wellmax rein und ja, was es da alles so tolle Sachen gibt. Es gibt ja auch Taschen für Langwaffen, auch richtig interessant. Vielleicht komme ich da auch noch mal ran, dass ich euch das zeigen kann. Und es gibt auch Pflegeprodukte. Und apropos Pflegeprodukte, noch ein bisschen Platz auf meinem Tisch ist. Denn das zeige ich euch, ist sozusagen ja auch schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Review. Denn ich habe hier einen kleinen Beutel mit Bollesystem. Könnt ihr sozusagen genau auch hier an diesen Rucksack anbringen, wenn ihr wollt. Von der Firma Schlehtek. Sind da Pflegeprodukte denn für Airsoft, also nicht für Real Steel, sondern extra für Airsoft. Und das gucke ich mir jetzt in den nächsten Wochen mal etwas genauer an, mache ein Review und dann, ja, hoffe ich, seid ihr dann genauso begeistert wie hoffentlich auch ich. Okay, das war's von mir gewesen. Erstmal nochmal einen riesen fetten Dank an die Firma Wellmax, dass sie an mich gedacht haben. Dass ich das hier mal für euch zeigen darf. Schreibt bitte, bitte, bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Rucksack haltet. Soll ich euch da noch mehr zeigen oder nicht? Seid ihr begeistert? Habt ihr Kritikpunkte? Was könnte man noch besser machen? Haut das alles mit rein. Ich denke mal, Wellmax liest da auch interessiert mit und macht sich Notizen über all die Dinge, die man da vielleicht noch verfeinern kann. Ich bin jedenfalls, ja, absolut happy. Ihr seht es an meinem Smile. Okay, das war's von mir gewesen. Wer will, kann mich oben abonnieren, Knopf drücken und schon ist das passiert. Dann, ja, werdet ihr nie wieder irgendwas verpassen, wenn der Bruce was wieder auf den Kanal bringt. Und unten, ja, zeige ich euch noch ein kleines anderes Review, falls ihr noch mehr sehen wollt. Da würde ich mich drüber freuen. Ja, und ich packe das Ganze jetzt alles wieder in diesen Rucksack. Und dann, denke ich mal, mache ich Feierabend für heute. Macht's gut, euer Bruce.